So, entschuldigt die kurze Unterbrechung, aber es war mal wieder jemand an der Haustüre. So, wir haben Havels Großschild gefunden. Demnach kann man sich denken, was wir hier drin finden. Helm und Rüstung, Beinschienen und Handschuhe. Ja, Havels komplettes Rüstset. Erstmal eine okkulte Keule. Einfach ein simpler Knüppel, der okkult verzaubert ist. Havels Drachenzahn. Dieser legendäre Großhammer gehörte einst Havel dem Fels und wurde aus dem Zahn eines immerwährenden Drachen hergestellt. Der Drachenzahn ist härter als Stein und kann nicht brechen. Er verleiht dem Besitzer Widerstand gegen Magie und Flammen. Ja, man sieht, er hat 999 Haltbarkeit, aber er hat auch 18 Gewicht. Also die Haltbarkeit soll aussagen, das Ding ist zerstörbar. Und wir haben Havels Schild. Großschild des legendären Havel des Felsens. Er wurde direkt aus einem riesigen Steinblock geschnitten. Dieser von Havels Magie durchtränkte Großschild bietet großen Schutz und ist unglaublich schwer. Ein wahrhaft göttliches Erbe von ebenso großer Bedeutung wie der Drachenzahn. Ja, also klingt das so, als ob der Drachenzahn und dieses Schild etwas Einzigartiges sind. Aber wir haben ja noch, ups, da wollte ich nicht lang, die Rüstung. Dumm, dumm, dumm. Ja, Havels Rüstung. Die von Havels Steinkriegern getragene, aus Stein gemeißelte Rüstung. So gewaltig ihr Gewicht ist, so stark ist der Schutz, den sie bieten. Havels Krieger wichen nie zurück und verweigerten sich keiner Schlacht. Wer ihnen begegnete, wurde zerstampft. Ja, damit kommen wir wieder zu Havel, dem Felsen, beziehungsweise zu der Frage. Wir haben ihn oder einen seiner Krieger, das ist ja noch ungeklärt so gesehen, in der Stadt der Untoten in einem Turm getötet. Der Turm, der den Wald mit der Stadt verband. Und ja, jetzt ist die Frage, wie ist seine ganze Ausrüstung dorthin gekommen? Wenn er sie doch in dem Turm trug. Man könnte nur spekulieren, dass Havel, nachdem wir ihn jetzt besiegt haben, oder auch nicht besiegt haben, wenn es nicht Havel direkt war, sondern einer seiner Krieger nur, wobei ich mich dann frage, warum dieser Krieger auch einen Drachenzahn und ein mächtiges Schild bei sich trug, weil so viele, naja, okay, es sind sehr viele immerwährende Drachen gestorben. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Sind viele immerwährende Drachen gestorben, also kann man genug Drachenzähne bekommen. Das ist ja nicht so das Problem. Wow. Aber die Frage ist trotzdem, ob man so mächtige Waffen wirklich für eine ganze Kompanie gefertigt hat. Und was haben wir hier? Drachentöterpfeil. Den wollte ich nicht unbedingt. Aber wir können es nicht genau sagen. Es kann auch gut sein, dass es nur einer von Havels Kriegern war, obwohl ich immer noch der Meinung bin, dass es halb Havel selber war, wegen des Schlüssels, den wir zu seiner Zelle gefunden haben. Und da drüben ist Sigi, die Zwiebel, mal wieder. Zu ihm kommen wir aber noch nicht, weil dieser Raum hier leider abgeschlossen ist. Wir kommen leider nur von der Seite weiter. Aber bevor wir da weitergehen, sind da noch zwei Truhen, die ich ignoriert habe. Besser gesagt, Mimics. So, weg von dieser Mimik. Wow. Das war ein Schlag ins Nichts. So. Kommst du her? So. Du hast 5 Silbermünzen bei dir, die wir verkaufen können. Also bei Fremd gegen Sehen tauschen. Und dann haben wir noch die Mimik auf der anderen Seite. Das hier ist nämlich auch eine Mimik. Wow. Die wir aber allerdings nicht gut getroffen haben. Au, und jetzt nomnommt sie uns. Wow.
ganz schnell weg und ein Flakon trinken. Am besten noch einen, falls sie wieder auf die Idee kommt, zu uns zu essen. So. Und weg mit dir. Das war knapp. War es definitiv. Und wir kriegen dafür eine Goldmünze. Sehr gut. Das waren die beiden Mimics. Hier. Und wir gehen weiter. Und da haben wir die Frau, die wir vorhin in der Kirche stehend gesehen haben, mit der großen Oberweite. So, nächstes wollen wir hier durch. Au. Aber erstmal den Ritter, der da lauert, besiegen. Au. Ja, sie machen nicht wenig Schaden. Aber wir auch nicht. Leider droppen sie wirklich sehr selten irgendwas Nützliches. Gut. Hier hoch. Ich will nämlich etwas von den Rittern. Etwas, was ich sehr dringend bräuchte. Für unsere Ausrüstung. So, hier kriegst du einen Schlag von mir ab. Aber es ist unnötig, wenn ich selber auch Schläge kassiere. So, und dann den Bogenschützen hier ausschalten. Der hat's immer noch geballert. Au. Au. Autsch. Ja. So, nimm das. Ja. Gut, stirb. Und ich habe etwas Wichtiges vergessen, bevor ich nach Anolondo bin. Naja, dann müssen wir das wohl anders regeln. Fällt mir gerade so ein. So, noch einen Trank trinken. Und mit Sigi reden. Whatever can be done. Ja. Ah, you again. Let me guess. Were you repelled by the Silver Knights? Ah, don't be ashamed. There's the fate of Vanguard like you and I. I'll think of something. We can overcome this together. Ja, glaube ich nicht. This is quite a fix. We'll need another 3, no, maybe 5 bodies. Quite a fix indeed. Also ich weiß nicht, was er damit meint, ob wir noch 3 oder 5 Silberritter erschlagen müssen oder ob wir noch 3 oder 5 Leute brauchen. Aber ich gehe mal eher davon aus, dass er meint, dass wir Silberritter töten müssen. Weil in diesem Raum lauern 3 Stück. Locken wir erstmal den ersten hier raus. So. Lassen ihn ruhig auf unser Schild einschlagen. Und dann rocken wir ihn hier mal hoch ins Freie, wo wir ihn besser bekämpfen können. Na komm her. So. Da konntest du nicht mehr zuschlagen und er will abhauen. Die Pussy. So. Jawohl. Silberritterschild. Das bedeutet, ich kann den Schlangenring abnehmen und den Hartsteuerring wieder annehmen. Denn ich habe genau den Gegenstand bekommen, den ich wollte. Das eigentlich beste mittlere Schild in diesem Spiel. So, wer von euch beiden möchte als nächster? Du? Wow. So. Ich tänze um dich rum. Und schlag dich tot. So, du hast natürlich nichts für uns, weil wir den Ring abgelegt haben.
So, dafür haben wir für seinen Kumpel einen ordentlichen Schlag auf die Nase. So, nimm dein Schild runter. Wow, das könnte eng werden. Oder auch nicht. So, nochmal Heilung einwerfen. Unsere letzte übrigens. Und wir können wieder mit Sigi reden. Oho! What's on your mind, friend? Wait! You defeated those monsters? Fantastic! I'm saved! This Knight of Catalina hereby commends you. Take this as a token of my gratitude. Ja, wir kriegen den Windswesenring. Gallantry entails great risks. Next time, give me a chance to come up with a plan. Ja, den geben wir dir sicher. But be warned. Next time, give me a chance. Ja, geben wir dir. Okay, also wir haben von ihm den Windswesenring bekommen. Ein Ring aus einem winzigen roten Juwel. Gewährt kleine Zunahme von TP. Dieser Ring gewährt mächtigere und unbedeutendere Kräfte, deren Enthüllung und effektive Nutzung manche Reise einfacher machen kann. Also ja, er ist nicht wirklich nützlich, der Ring. Den hätten wir übrigens auch als Startgeschenk auswählen können. Aber es ist trotzdem gut, ihn zu haben. Der Vollständigkeit halber. Hallo, Sentinel-Bild und Bild von kaputten Städten. So, jetzt sind wir wieder hier übrigens, wo wir vorhin die Treppe hoch sind. Und dort müssen wir auch weiter hoch, aber ich will mich erst hier noch fertig umschauen. Zum einen war ich nämlich nicht in diesem Raum hier, der sehr beeindruckend aussieht. Mit Drachenköpfen. Und ja, der hier sieht sogar so ähnlich aus wie unser Freund von der Brücke nach dem Taurus. Da unten ist sogar noch einer und sehr viele andere Drachenköpfe. Also ja, hier hat einer mit seinen Jagdtrophäen definitiv angegeben. Und hier drüben haben wir noch was. Erstmal einen Silberritter mit Speer wieder. So. Indem wir aber eine verpassen. Nicht er uns, au. Ich sagte nicht er uns. So, sondern wir ihm. Aua. Ja, wenn man den Mund zu voll nimmt. Und das zweite, was wir hier haben, ist ein Titanit-Dämon. Den wir von hier oben leicht wegsnipern können. Wir müssen nur im richtigen Winkel stehen. So. Nein. Weil der ist ziemlich mies zu besiegen da unten. Der Raum ist klein und es gibt zu viele Hindernisse. Genau, jetzt können wir ihn treffen. Und er nimmt sogar mehr Schaden als die Inzens-Festung. Deswegen erlaube ich es mir einfach mal, ohne Zeitraffer wegzuschießen und unterhalte euch mich derweil mit euch weiter. Also imaginär. Also. Wir haben jetzt das Silberritterschild, das ich allerdings noch nicht anlegen will, weil es noch nicht weit genug abgegradet ist, beziehungsweise noch gar nicht. Für das Schild brauchen wir Funkeltitanit und von dem haben wir gerade mal 5 Stück. Um es Maximum abzugraden, bräuchten wir allerdings 10. So. Aber erstmal töten wir ihn hier. Damit er uns nicht mehr auf die Nerven geht. So. Und ja, worüber könnte ich noch reden? Also, wir haben schon das Schloss infiltriert sozusagen. Sind dann mit den beiden Wachen draußen auf dem Sims vorbei. Haben jetzt Sigi geholfen und haben ein Silberschild bekommen. Also eine gute Ausbeute bis jetzt. Jetzt töten wir einen Titanit-Dämon. Und dann gucken wir uns weiter um. Es warten noch viele Sachen hier auf uns in Anor Londo. So.